So, und damit willkommen zurück hier bei Splinter Cell. So, ein optisches Kabel einmal durch das Lüftungsschlacht hindurch. Lüftungsschlacht. Da ist eine Lüftungsschlacht im Gange. Ein Gabelstapler beleuchtet einen LKW. Dort unten sehen wir schon eine Pfeife und ansonsten sehen wir nichts. Okay, Falltüre öffnen und hindurch in den Schacht. Hinab, das Seil ergreifend. Okay. So, da sehen wir zwei. Interessant. Noch einer? Nicht wirklich. Gut. Dann ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Was machen die denn? Kisten. Jetzt muss ich gerade eine... Was meinst du mit sieben? Eine weniger als acht. Nun, auf dem Ladeschein steht, es wären acht. Hast du mal gezählt? Bist du noch da? Naja, was ist los? Nicht genau. Ja, natürlich Leute während einem Gespräch wegzunehmen, ist immer so eine Sache für sich selber, weil das merken die auch, wie man eben mal gemerkt hat. Allerdings dachte ich mir, ich zeige das auch mal. Andere würden jetzt sagen, der gute Carbulator, das ist natürlich vergessen, dass das so ist. Aber das wäre natürlich nicht der Wahrheit entsprochen. Wobei doch, eigentlich schon. Niemand hier. War wohl etwas übervorsichtig. Ja, du warst übervorsichtig, mein Freund. Dein Freund hat nämlich ein Messer an der Kehle. So, mein Freund, erzähl mir mal ein klein wenig was. Du siehst echt irgendwie schräg aus. Wenn du mir etwas Brauchbares verrätst, stopfe ich deine Leiche nicht in eine dieser Kisten. Der Türcode, um durch die Büros zu kommen, lautet 1879. Was? Das war es schon? Kein Widerstand? Kein Gewinsel? Sie haben das Messer. Wie recht du doch hast. Danke für deine Hilfe. Ja, wirklich. Ich bin dir sehr zu Dank verpflichtet. Ja, das kann ich auch. So, perfekt. Objekt aufheben? Welches Objekt haben wir aufgehoben? Ups. Hat ihn das jetzt misstrauisch gemacht? Weiß ich nicht. Egal. Er darf da unten mal kuscheln. Wir nehmen das Objekt. Damit habe ich viel zu wenig herumgespielt im Übrigen. Wo ist er denn? Da steht er ja doch. Was ist er denn? Was hat er denn? Was glaubt man, dass er ist? Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte das da und... Na, super. Das interessiert den Kerl noch nicht mal. So, ja, da müssen wir natürlich auch noch irgendwie ran. Und dann will ich gerade mal schauen, was denn meine Nebenmission ist. Ich habe nämlich bei Will nicht ganz so aufgepasst, ob das jetzt Kistenscannen ist. Aber irgendwas wollte er auf alle Fälle. Und Stapler lässt man nicht innerhalb von geschlossenen Räumen laufen. Das kostet doch einen Haufen Sprit. Und ich meine, da hinten dran zu knien und zu warten, dass der Feind was macht, ist natürlich auch nicht ganz so toll. Und warum diese Lampe dort oben so schön hin und her wippelt, das weiß auch keiner. Und der dreht sich hundertprozentig eine Sekunde vorher um. Nein, nicht mal! Ey, aber er will auch nicht mal mit mir reden. Oh, guck mal, keine Rechte für Coca-Cola bekommen. Oh. Oder ist das die koreanische Cola? Das kann natürlich auch sein. Also diese grünen Dosen. Da steht Cola drauf. Ne? So. Auch er darf eine Runde schlafen gehen. Danke sehr, mein Freund. Und viel Spaß beim Pennen. Nein, mit dem Körper will ich nicht interagieren. Das geht eigentlich auch immer so falsch. So. Nee, nicht die Notizen. Die Ziele. Und das Sekundäre. Okay, zusätzliche. Suchen Sie nach Fracht- und Reparaturprotokollen. Das war's, genau. Irgendwas so in der Richtung. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das jetzt Kisten waren oder so. Ja, die Frage ist natürlich, wo finden wir die? Aber das werden wir auch noch herausfinden. Früher oder später. Und wenn ich Koreanisch könnte, könnte ich euch sagen, was auf diesem Schild dort oben steht. Das Schild heißt Rauchen verboten. Also, das da, ne? Logisch.
So, achso, ja, ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass das da hier nur so einen komischen Sicht hat, da, also. Da geht's weiter, da nicht. Okay, dann können wir die Tür leise öffnen. Wir wollen ja leise sein. Oh, nein, Kamera! So, gegen Kameras hilft bekanntlicherweise das da. Keine Zettel an die Pinnwände. Okay, ich hab's verstanden. Ja, ich habe jetzt nur deswegen gezögert, weil ich da einen rausgehen sehen habe und nicht wusste, ob der jetzt da durchkommt. Jetzt muss ich natürlich warten, bis die Kamera wieder sich gefangen hat, soweit. Also nochmal das Ganze. Hier raus und 1879. 1879. Danke sehr. Leise öffnen. Gott sei Dank. Die machen wir aber gleich zu. So. Und Nein! Oh Gott, im Himmel, das wäre es jetzt gewesen. Hey, puh. Ha, yes. Haha. Laden. Ja, ja. Das ist mir schon mal passiert. Das muss natürlich nicht sein. Und liebes Spiel, hör auf zu ruckeln. So. Hör schon mal keinen. Das sind die Nachrichten. Schön und ruhig. Genau wie ich es mag. Du magst das. Wenn ich pfeife, kommt er dann raus? Hey, was war das für ein Geräusch? Das war nichts. Das war der Wind, mein Kind. Wer hat hier das Licht genau, das meinte ich ja. Er geht jetzt hin an den Lichtschalter, bewegt ihn und ich mach mal Licht an. Im Übrigen, geh hin und öffne das Licht. Während wir dich dann einfach überwältigen. Darf ich mit dir reden? Nein, darf ich nicht. Dann machen wir das gleich. Einfach so. Und damit ihr wieder was seht, machen wir das Licht wieder aus. Klingt logisch, nicht wahr? Ich sagte Licht aus. So. Das wäre es jetzt gewesen. Ey. Wo packen wir die Pflaume jetzt hin? Mal gucken. Wir werden was finden. Was Schönes. Eine schöne, kleine, stille Kammer. Moment mal. Ich glaube, ich weiß es. Falltüre öffnen. Das war jetzt natürlich blöd. Ich hätte natürlich jetzt erst einmal gucken können, ob da unten überhaupt einer ist. Aber ich glaube, da geht's zu diesen LKWs rein. Doch, da kommen wir hin. Gut. Also können laufen. Sagen wir es mal so rum. Und da sind wir. Wo jetzt? Das LKW. Ich glaube, das ist bei den LKWs. Ich glaube es. Mindestens. Und da drüben kommen wir dann raus. Da habe ich den Typen reingeschmissen, ne? Ja. Genau, da ist er. Also da, ich zeig's nochmal. Komm zurück. Sam, wie kommst du zurück? So schon mal nicht, aber so geht's. Danke sehr. Da liegt da. Hallöchen, mein Freund. Gut. Dann hätten wir das auch geklärt, dieses Mysterium. Wenn das überhaupt ein Mysterium war. Ne, da geht's jetzt nicht weiter. Wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn ich dort vorne rausgehe, weil ich mich hier jetzt total verlaufen habe. Echt jetzt? Ne, da. Ich verlauf mich doch nicht. Ich kenne mich hier aus. Ich bin hier ja der. Ich sollte hier laufen. Gut. Dann können wir aber den anderen Kerl bedenken. Oder, ja, bedenkenlos doch hier reinschmeißen. Wird nicht gefunden. Komm mal her. Ja, schwer der Kerl, hey. Ist mal weniger Reis oder so. Was heißt die in Korea? Hey, ich hab dich was gefragt. Ach, egal. Nein, 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 Sam, nicht, du sollst nicht runter. Wir brauchen die Frachtpapiere auf alle Fälle. So, an die Pinnwand, da hat aber niemand was rangeheftet. Okay, sehr schön. Schauen wir mal nach. Was gibt's denn hier auf dem Computer? Eingang zum Außenposten. Ach so, das ist...
neue Zahnbürsten. Ja, 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 ja. Also ich habe irgendwas anderes gehört, aber jetzt weiß ich nicht, ob das da irgendwie. Wohl? Auf dem Bildschirm finde ich cool. Erinnert mich an irgendein Spiel. Red Faction? Das kam ja, glaube ich, damals so derzeit auch raus. So, machen wir einfach mal aus. Dann haben wir hier schön dunkel. Können wir ein bisschen mehr anstellen. Wobei da drin ist es wieder zu hell. So, jede Menge Computer. Da ist ein Serverraum. Da hockt mindestens mal eine Person drinnen. Wir können das natürlich durch das Glas nicht sehen, aber Glas leitet halt eben. Nee. War das Spiel oder doch Glas, wo die Wärme nicht weitergegeben hat? Naja. It's egal. Wir müssen auf alle Fälle jetzt mal die Computer so ein bisschen durchgucken. Wir brauchen ja die Papiere. Ich weiß nicht, irgendwo waren die. Aber ob es jetzt auf dem PC war, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber sicher ist halt eben mal sicher. Computer benutzen. Sicherheitszugang geht auch nicht gut. Das sind noch die ganz alten, mit 5,5 Zoll Floppy Disk. Meine Güte, die Koreaner hinten dann. Boah, Kollege, du hast mir gerade mal. Jesus, man sollte nicht lästern über euch. Ja, kennt ihr das auch? Man lästert dann so über einen und dann steht er da in der Nähe. Upp. Hat der uns. Ach komm schon. Ach komm schon. Nö, also das sehe ich gar nicht erst ein. Also, nö. Vieles, nur nicht das. Nein. So, pass auf. Jetzt aber. So mag ich das doch. Sehr schön. Jetzt müssen wir mit denen halt auch den ganzen Weg da zurückkommen, dass wir mal anlassen. Den tragen wir. Wir sind doch der freundliche Sam Fischer aus der Nachbarschaft und da trägt man die Leute gerne mal durch die Gegend. Ach, ist ja auch schwer, ey. Vor alledem, aus der Höhe können wir ihn besser runterschmeißen und dann überlegt er sich das zweimal, sich mit uns anzulegen. Also, er hat sich zwar auch beim ersten Mal nicht mit uns angelegt, aber pff. Mein Gott, wenn man immer so genau gehen würde. Und tschüss, mein Freund. Danke sehr. So, weiter. Im Texte. Jetzt müssen wir den da drinnen, beziehungsweise erstmal eh mit dem Computer agieren. Und wir können auch mit dem agieren. Das ist auch gar nicht verkehrt. Erstmal starten. Benutzen. Und nix geht. War ja klar. So. Nettes Poster. Poster. Ja klar. Kalender. Mensch. Pflaume. Sicherheitszugang. Okay, damit können wir schon mal was anfangen. Wenn denn einer der Zahlen hier mal aufleuchtet. Sind immer noch zu viele. 30 war es auf alle Fälle, aber 30 sind es immer noch zwei. Na, dann machen wir das halt so. Mensch, ob man will das nicht. Fehler bei der Munitionsbestellung. Feng, ich habe mir heute die Gewehrmunition angesehen, die ins Lager geliefert wurde. Sieht so aus, als hättest du NATO-Patronen des Kalibers 5,56 mm bestellt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sowas geht. Aber wir haben natürlich nicht die passenden Waffen dafür. Was machen wir jetzt damit? Dann wirfst du halt. Ich wollte eigentlich nie Wache werden. Naja. Vielleicht hätte ich auf dem Formular der Berufsberatung unter Vorlieben nicht ich schlage Leuten gern auf die Fresse eintragen sollen. Mann, da macht man einmal im Leben einen Fehler und er verfolgt einen für den Rest seiner Tage. Kollege! Wahnsinn! Hey, das hätte ich machen sollen. Shit! Hey, DJ ist noch nicht mal so schlecht. Also, wenn ihr nicht beim Militär enden wollt oder sonst wo, schreibt nicht in die Bewerbung. Ich schlag Leuten gerne in die Fresse. Ist das geil. Das gefällt mir. Ich. Ach man. Das ist gut. Das ist echt gut. Also, du haust Leuten gerne in die Fresse. Ich auch. Mit einem Baseballschläger. Hilf mir! Ah!
Okay, nur fürs Protokoll. Er ist mir ins Messer gesprungen. Definitiv. Ihr habt das alle gesehen. Er ist mir ins Messer gesprungen. Echt mal. Rückwärts. 7 Mal. Gut, dann können wir ihn auch liegen lassen. Gute Arbeit, Fischer. Sieht so aus, als würden Sie Transport und Instandsetzung in 4 verschiedenen Abteilungen protokollieren. Die militärische Bürokratie ist schon was Feines. Versuche, die Protokolle der anderen 3 zu finden. Schon in Arbeit. Es tut mir echt leid, Junge. Wirklich. Ich wollte das nicht. Das ist dumm gelaufen. Das ist saudumm gelaufen. Das sind die Reflexe gewesen. Die Reflexe waren dafür schuld. Nichts anderes. Mensch, jetzt habe ich gedacht, ich kriege hier mal eine Mission zustande, die wirklich super läuft. Aber nein. Ich muss natürlich jemanden... Also, da muss mir jemand ins Messer springen. Ne? Das ist also wirklich... Also, boah, nee, du. Na, ach, das ärgert mich, egal. Damit muss ich leben. Gleich drüber speichern. So. Feierabend. Abmeinen sind Reflexe was Blödes, oder? Naja, gut, okay. Die haben dann wahrscheinlich die, ich weiß nicht mehr, 7,62 mm Munition. Ich weiß es nicht. Ich habe es früher mal gewusst, aber ich weiß es nicht mehr. NATO-Munition. Ja, dass sie an NATO-Munition rankommen, das ist echt wunderlich. Warum ist das Licht aus? Weil ich es ausgemacht habe. Warum ist das Licht aus und der Depp latscht da weiter? Ist das jetzt so eine Art, wir lenken ihn ab und kommen von hinten? Aktion? Ja. Das kann man verstehen. Das muss man nicht verstehen. Und ihr habt überall dasselbe Pin-Up-Girl. Könnt ihr euch in Korea nicht mehrere leisten? Entdeckung! Oh, oh! Da ist er! Oh, oh, oh! Verdammt, Fischer! Pass auf den Alarm auf! Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs! Hey! Du, komm! Das da. Ich komm nicht raus! Wir werden beschossen. Geh in Deckung. Oh. Nummer 1. Wow. 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 Okay. 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 Das ist ja mal richtig schief gelaufen, würde ich sagen. Ja gut, okay. Was hätte ich aber anders da jetzt großartig machen können? Und wir brauchen auf alle Fälle ein Medikit.